Hallihallo, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder mit einem neuen Teil von Heroes of the Storm. Diesmal benutzen wir die Schnellsuche und suchen mal nach einem Spiel gegen echte Gegner. Ja. Ich hoffe, dass wir jetzt mal auch jemanden irgendwann demnächst finden. Das wäre natürlich sehr nice. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lang. Bei League of Legends wären wir jetzt natürlich sofort am Start, aber naja, kann man nichts machen, ne? Müssen wir halt abwarten. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt mal relativ bald ein Spiel finden und nicht zu lange warten müssen, weil es nervt schon ein bisschen, wenn man da lange warten muss. Im Hintergrund läuft die Musik weiterhin ab. So soll es auch sein. Schauen wir uns mal die Hotkeys an. F-A-S-H. Warum F-A-S-H? Y und B und Escape. Auf fortgeschritten sind wir gestellt. Alles klar, ich glaube, wir haben ein Spiel gefunden. Jawohl, das haben wir. Das Spiel beginnt. Willkommen auf dem Schlachtfeld Drachengärten. Kontrolliere die Schreine, befreie den Drachenritter und verwüste gegnerische Forts. Wie man hier ganz deutlich sehen kann, sind wir noch in der Beta. Das heißt, es kann sich noch vieles verändern. Wir müssen zwei Schreine kontrollieren, um die Statue des Drachenritters zu aktivieren. Ist die Statue aktiviert, kann ein Held den Drachenritter aus seinem Gefängnis befreien. Und mit der gewaltigen Macht des Drachen können wir gegnerische Forts einstampfen. So weit, so gut. Ich frage mich jedoch, wie der Loadscreen abläuft, ob das jetzt einfach random ist, bis alle das Spiel geladen haben. Ich glaube schon, dass es so sein wird, weil meine SSD eigentlich schnell genug sein sollte, das Spiel schnell genug zu laden. Ja, wird höchstwahrscheinlich so sein. Wie in alten Zeiten. So können wir ganz normal schreiben, wie bei Warcraft. Wie in alten Zeiten. Keine Ahnung, wo man hier den Ping oder sonst irgendwas sieht. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Okay. 5. Das haben sie auch übernommen. 3, 2, 1. Ja, entfessel ja, die Wut des Drachen. Hm, okay. Ich bin gespannt. Hoffe, du hast einen Plan. Alles klar. Also zwei Leute in der Mitte, einer unten, so sollte es eigentlich nicht sein. Lauf bitte nicht in den gegnerischen Turm. Ja, ich mach ja schon. Verscheucht sie von unserem Fort. Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie. Und setzt den Drachenritter frei. Gut gemacht. Allen Mitte. Da haben wir schon mal den ersten getötet. Oh, da ist mir doch glatt was vor die Flinte. Ja, ich glaube nicht, dass es jetzt so schwer sein wird am Anfang. Wir sollten dieses Fort verteidigen. Mit allen Mitteln. Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Okay, wir müssen die Schreine unter unsere Kontrolle bringen. Dann machen wir das hier mal.
bringen wir erstmal diesen Schrein hier unter Kontrolle. Den haben wir. Steigen wir auf, gehen wir nach unten und kontrollieren den nächsten Schrein. Ich renne hier jetzt einfach mal dezent durch und werde versuchen, diesen Schrein hier zu kontrollieren. Alles klar, du Sesselpuper. Holen wir uns den Schrein. Jetzt haben wir beide Schreine. Wählt ein Talent. Haben einen getötet. Und ab geht's. Der greift nicht mal uns an. I mean, what the fuck? Alles klar. Gut, also die Leute hier, die haben wirklich gar keinen Plan, wie es aussieht. Nutzen wir das jetzt einfach mal zu unseren Gunsten, würde ich behaupten. Ja, ja, ich mach ja schon. Wir können ein Talent auswählen, Vampirangriff. Würde ich mal sagen, dass das hier jetzt am besten angebracht ist. Da haben wir uns wieder einen Gegner geholt und haben ein Level abbekommen. Mhm. Interessant. Haben wir den ersten Turm unten. Sollen wir uns hier diesen Turm? Und den holen wir uns jetzt auch. Ey, geh, lauf doch nicht in die Türme. Hast du die Tutorials nicht gespielt? Oh Mann, was ist denn falsch mit diesem Boy hier? Wir können wieder ein Talent auswählen. Erhöhen wir unsere Angriffsgeschwindigkeit. Wir haben uns den Doppelkill gesichert. So muss das. Und wir sind raus. Ein Heilbrunnen. Okay, hier sind Frontbrecher, hier ist ein Belagerungscamp. Ich denke mal, der Heilbrunnen, damit ist das hier gemeint. Dann suchen wir uns mal den Heilbrunnen auf. Ich mach das schon. Easy going. Lasst uns dieses Söldnerlager einnehmen. Ja, komm, lasst es uns holen. Machen wir das mal. Holen wir uns die Boys hier relativ schnell. Haben wir das Söldnerlager und dann können wir ein bisschen durchrushen hier. Eins. Zwei. Jetzt können wir ein bisschen durchrushen. Heilen uns hoch. Und holen uns die Türme. Easy going. Bald werden die Schreine erwachen. Hoffe, du hast einen Plan. Oh, jetzt bekomme ich etwas Schaden. Wählt ein Talent. Gut gemacht. Oh, das war ganz Doppelkill. Aktiviert die Schreine. Haben wir uns den Doppelkill gesichert. Und jetzt holen wir uns mal die Schreine hier. Holen wir uns den Drachenritter. Da oben wird, glaube ich, auch gerade geholt. Den haben wir schon geholt. Und jetzt holen wir uns die Statue. Wonderful. Alles klar. Heilen wir uns ein bisschen hoch hier. Haben noch eine Regenerationskugel schön mitgenommen.
Und jetzt rushen wir mal ein bisschen durch. Haben eine heroische Fähigkeit freigeschaltet. Können wir jetzt dann demnächst auch gleich mal einsetzen. So, und jetzt gib ihm. Gehen hier komplett durch. Oh! Ich bin gerade fast gestorben. Jetzt gehen wir uns mal da unten heilen, weil ich noch keine Lust habe zurückzugehen. Der schnappt sich die ganze Zeit meine Regenerationskugel. Wunderbar, also easy win. Nach fast 8 Minuten. Nach etwas mehr als 8 Minuten. Sind wir hier schon fast komplett durch. Wählt ein Talent. Okay, wir können uns wieder ein Talent aussuchen. Ja, machen wir hier stärkeren Schaden. Heilen uns durch die Angriffe ein bisschen hoch. Und holen uns jetzt den Turm. Easy. Holen wir uns den hier. Jo, alles klar. Genau so macht man das. Oh mein Gott, woher bekommen wir diesen Schaden? Haben wir uns einen Double Kill geholt. Heilen uns wieder ein bisschen hier hoch. Ja, easy going, Leute. Was soll man dazu sagen? Hoffe, du hast einen Plan. Schrein oben, Schrein unten. Oh, da, den Schrein müssen wir uns holen. Run, rushen wir schnell mal dahin. Ah, wir haben den schon. Sehr schön. Holen uns jetzt die Festung hier oben noch. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Mein Blutrausch wurde beendet. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mir das hier anschaue. Wir haben den höchsten EP-Beitrag vom ganzen Team. Ich denke, das ist auch berechtigt, würde ich mal behaupten. Ja, wir sind alle auf dem gleichen Level. Und haben 17 Kills, ein Tod. Unser Team sieht ziemlich nice aus, also die gehen alle gut ab. Ich denke, die haben alle bestimmt schon vorher mal gefehlt. Wo sind denn meine Rollies? Alles klar, du Sesselpuper. Jo, klar. Und jetzt holen wir uns den Drachen hier noch. Holt sich der Meldred hier gerade. Jetzt haben wir noch den Drachen. Jetzt
ist er der Drachenritter praktisch und wir können easy going durchgehen. Jetzt mach ich noch einen auf den hier. Ah, ist schön. Kommen wir hier weg. Haben wir uns die zwei geholt. Und jetzt rushen wir hier einfach mal ein bisschen durch. Haben eine schöne Heilung bekommen. Da kann man nichts sagen. Nee. Haben wir fast die noch bekommen. Wieder ein bisschen hochheilen hier. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Wählt ein Talent. Festung zerstört. Erhebt euch wieder und rächt euch. Ich glaube, dieser SX-Slot ist der einzige. Ja, ja, der hat 8 Kills und 2 Tode. Das ist der einzige, der ein bisschen Plan hier hat. Der Rest hat nicht wirklich Ahnung, was sie machen. Verlangsamten, bewegungsunfähigen oder betäubten Zielen. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit brauchen wir jetzt nicht, würde ich sagen. Sind das schon schnell genug? Gut, wäre natürlich nice zum Escape, aber naja. Ist ja jetzt nicht so wichtig. Ich meine, wir sind hier schon fast komplett durch. Das Game wird eh bald vorüber sein. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir auch viel mehr EP als die bis die jetzt Macht schon bekommen. Der Schreine wächst. Der Drachen. Von daher, no problem. Stein. Holen wir uns mal die hier und die hier, zwei Frontbrecher, und dann passt das. Schreine holen wir uns dann auch gleich. Soll der mal ein bisschen tanken für uns. Der Drache soll nicht länger ruhen. Entfesselt seine Macht. Okay, ich gehe runter. Hol mir dort den Schrein. Sobald der hier available ist. Wir holen uns den Schrein hier. Ja, ja, ich mach ja schon. Da möchte jemand. Holen wir uns die hier mal. Die zwei easy geholt. War doch gar nicht so schwer. Was? Der hat schon wieder den Drachenritter. Mann, 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 Mann. Ich glaube, wir haben bis jetzt jeden einzelnen Drachenritter bekommen. Ein Talent. Sollen wir uns den SX-Slot? Alles klar, Sessel Puma. Keine Ahnung, warum ich so viel Schaden mache. Ah, da haben wir die Regenerationskugel. Schon fast wieder auf vollem Level. Ein weiteres Talent. Bleibt länger bestehen, jawohl. Schießen wir hier noch den Turm schnell mal runter. Ja, wir sind jetzt gleich hier durch. Also. GG, easy. Verdienter Sieg, Helden.
Ja, gut, also es ist schon ganz nice, aber im Vergleich zu League of Legends ist da natürlich gar nichts an Strategieelementen und. Ihr wisst, was ich meine. Man sieht's ja. Oh, schön. Zweite heroische Fähigkeit dieses Helden freigeschaltet. Ja, das war das erste Spiel. Beim nächsten Mal schauen wir uns den Diablo mal an. Jawohl, den werden wir uns mal anschauen beim nächsten Mal. Dann sehen wir uns ja bald wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute.